So, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht es mal wieder um unseren wunderschönen E39. Heute wollte ich einfach noch ein paar Sachen zeigen, erklären und Zwischenstand geben. Wie sieht der Wagen aus? Was machen wir nicht? Vielleicht können wir euch, sag ich mal, mit abholen bei der Reise und ihr schreibt uns einfach rein, was eurer Meinung nach noch gemacht werden müsste oder was ihr noch gut finden würdet oder was vielleicht nicht so gut geworden ist. Und jetzt schauen wir uns einfach mal den Wagen an und dann sage ich euch, was mit dem Wagen jetzt als nächstes passiert. Das ist der aktuelle Stand. Wie ihr seht, haben wir hier unser schönes Ruinengrundstück, wo wir wieder filmen. Also M-Spiegel haben wir ja schon mal thematisiert, sind dran. Was wir jetzt seit ein paar Tagen drin haben, sind Eibach-Federn. Damit kommt er schön tief runter. Die haben wir jetzt hier vorne 50 und hinten 35 verbaut. Und damit sieht das Ganze aus meiner Sicht echt stimmig aus. Auf den Videos und auch so in Natura schaut der Wagen ganz gut aus. Ich finde, er kriegt immer wieder oder immer mehr diese typisch klassische elegante Linie. Jetzt, wo er tiefer ist, finde ich, kommt er noch besser. Vielleicht könnt ihr einfach mal reinschreiben, ob wir eurer Meinung nach hier Spurplatten noch nehmen müssten, um vielleicht noch ein bisschen mehr rauszukommen. Es gibt da bestimmt einige E39 Experten, die können ihre Meinung dazu schreiben. Ja, hier ist mein lieber Andreas beim Ausparken leider mit meinem Schitzgen hängen geblieben. Dazu sage ich euch gleich noch was. Das müssen wir noch beheben. Und ansonsten finde ich jetzt aber, steht der Wagen gut da. Wir hatten ja hier schon einen Steinschlag, da haben wir neue Scheibe reinbekommen, auch die ist wieder Taco. Ich hatte jetzt hier vor kurzem beide Arme erneuert, weil typische E39 Krankheit, nach ein paar Steinschlägen rosten die schön. Also das müssen wir uns angucken. Ja, im Innern machen wir ein gesondertes Thema, ist heute nicht so, denke ich mal, interessant. Das, mir geht es heute erstmal so ums Äußere. Felgen hätte ich natürlich ganz lieber oder am liebsten die Originalfelgen vom M5 hier drauf. Aber im guten Zustand oder zum Beispiel eine gute Basis zum Pulvern habe ich leider nicht gefunden. Von daher ist das Ganze für diese Saison erstmal uninteressant. Ich hatte es ja in Grau gehabt, deswegen haben wir das jetzt nochmal in Silber pulvern lassen. Könnt ihr bei uns auch im Auftrag geben. Wir haben hier einen super Partner hier direkt in der Nähe, der uns die Felgen dafür aufarbeitet und auch wirklich dann neu pulvert und das auch wirklich in guter Qualität. Ansonsten habe ich ja euch schon mal gezeigt, im letzten Video haben wir, oder in einer der letzten Videos, haben wir ja hinten die Heckklappe neu gemacht, was Taco ist. Aber ihr wisst ja auch, ich bin ein Pingel. Viele, die mich kennen, die mich schon besucht haben, wissen, wenn wir die Autos hier rausgeben, ja, ist so 100% wirklich unser Anspruch. Und das Auto sollte wirklich auch nur als Daily-Fahrzeug genutzt werden. Und trotzdem, obwohl wir jetzt technisch vieles gemacht haben, ist er mir auch schon so ans Herz gewachsen. Deswegen möchte ich ihn auch komplett neu lackieren. Und ich zeige euch mal die Stellen, die mich stören, warum ich das gerne machen möchte. Fangen wir mal hier vorne an. Also hier, das war auch schon ab Werk, also als ich den Wagen gekauft hatte. Hier in dem Bereich haben wir Kratzer, die so tief gehen sind und auch hier fehlt Farbe. Das funktioniert nicht. Das heißt, wir müssen sowieso Stoßstange lackieren, Kotflügel lackieren. Dann, hatte ich ja schon gezeigt, hat ja mein Kumpel Andi hier das Auto gehabt. Also haben wir hier auch drei Stellen, an denen wir Schäden haben, müssen wir beheben. Dann die Motorhaube, die ist schon mal lackiert gewesen.
Und zwar hoffe ich, dass man das jetzt hier irgendwie einfangen kann, in dem Bereich. Ich hoffe, ich kriege das mit dem Licht einigermaßen hin. Man sieht da wirklich so ein, ja, wie soll man sagen, so eine Erhebung im Lack. Die fühlt man auch. Ist nur eine Kleinigkeit, aber stört mich. Funktioniert also nicht. Und hier, wie ihr seht, hat einmal der das lackiert hat, hat sich leider nicht die paar Minuten Zeit genommen, um die Düsen auszubauen. Und hier löst sich der Lack und sieht natürlich drumherum auch bescheiden aus. Ja? Und das natürlich auf der anderen Seite auch. Also auch hier wäre einfach gewesen, aber ja, wurde nicht gemacht. Die Spiegel habe ich schon jetzt in Wagenfarbe lackiert. Die waren ja vorher in Schwarz-Hochglanz zwischendurch, aber passen so im Carbon-Schwarz zur Optik deutlich besser. Dann ist natürlich ein Auto, was 2003 gebaut wurde, gibt es hier an den Türkanten einige Stellen, die jetzt ja, nicht so schön sind. Auch hier an den Übergängen, ein paar Steinschläge an den Seiten. Eigentlich kann man sagen, an jedem Bauteil ist etwas, was, ja, was nur eine Kleinigkeit ist, aber für mich dann doch auch irgendwo ausschlaggebend, damit es dann passt. Ja. Hier in dem Bereich auch eine Kleinigkeit. Hier beim Dach, wenn wir das Dach öffnen, ist es so, hier will er sich in der Zeit, nach einer Zeit, oder kommt nach einer Zeit Dreck rein. Durch das Öffnen und Schließen nutzt sich der Lack hier ab, wenn da Dreck drin ist. Das heißt, das Dach müssen wir auch zerlegen und dann neu machen. Das Schiebedach. Ja, hinten waren wir ja soweit dran. Das sieht soweit schön aus. Deswegen haben wir den immer noch nicht mit Keramik versiegelt. Weil auch hier diese Partie, wenn man hier mal schaut in dem Lack, ja, der Lack einfach sehr, sehr in Mitleidenschaft gezogen ist. Und man überall so kleine Fehler hat. Und ihr wisst ja, wenn, dann vernünftig. Hier auch, sieht man auch, glaube ich, die Schäden an dieser Türkante. Und auch gerade im Bereich der vorderen Tür. Und jetzt einfach nur austupfen, macht keinen Sinn. Auch an dem Seitenschweller sieht man, zwar auch hier schon ab Werk, ist der Lack eher im Medium-Zustand. Und ich finde, dieses Blau, wenn das richtig schimmert, das ist ja dieses Dunkelblau, Carbon-Schwarz, ist so geil. Deswegen habe ich mich entschieden, das Auto neu lackieren zu lassen. Und dafür werden wir das dann in den nächsten Tagen komplett zerlegen. Scheinwerfer raus, Rückleuchten raus, alles, was irgendwie dran gebaut wird, kommt raus. Und dann machen wir dazu auch ein schönes Video. Von daher hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und hoffe, dass ihr weiterhin unserem schönen E39 und unserem Channel folgt. Und ich werde jetzt Feierabend machen, es ist Samstag, 18 Uhr. Und ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.